Psychische Störungen oder Erkrankungen gehören mittlerweile zu den meist diagnostizierten Krankheiten in der Schweiz. Und die werden häufig dann mit Psychopharmaka behandelt. Bei mir heute im Top-Talk ist der Gregor Hasler. Sie sind Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler und Sie haben ein neues Buch geschrieben: Psychopharmaka, Wirkung, Nutzen, Gefahren. Jetzt zuerst einmal, wann werden die Psychopharmaka genau verschrieben? Also richtig verschrieben kann man sagen, allgemein bei schwereren psychiatrischen Krankheiten. In der Praxis ist es so, dass die meisten Psychopharmaka Hausärzte verschreiben. Da gibt es halt grosse Unterschiede. Gewisse schon nach 10 Minuten verschreiben. Das finde ich gar keine gute Idee. Es hat schon eine Stunde und mindestens 2 Stunden Abklärung vorangehen, bis man Psychopharmaka verschreibt. Und man sollte immer an Psychotherapie denken. Bei leichteren Störungen ist es zuerst einmal Psychotherapie machen. Wenn das nicht nützt, vielleicht über Psychopharmaka nachdenken. Sie tun es jetzt gerade selber ansprechen. Sie werden relativ schnell verschrieben. Oder ist das nur so ein Gefühl der Gesellschaft? Ich glaube, es ist sehr nach Arzt unterschiedlich. Es gibt solche, die sehr zurückhaltend sind oder nie verschreibt, was ich auch keine gute Idee finde. Und andere tatsächlich, die sehr schnell verschreiben. Psychotherapie bedeutet, dass man dann länger in eine Gesprächstherapie geht, oder? Genau, also das muss nicht so lang sein, aber das sind meistens regelmäßige Sitzungen, so 10 Sitzungen mal, kann man vielleicht auch verlängern. Und dort ist es schon wichtig, dass man den richtigen Psychotherapeut trifft, also man besucht manchmal 1 oder 2 oder 3 und da muss schon die Chemie stimmen, damit das zum Fliegen kommt. Sie haben das Buch geschrieben, damit auch wir Laien ein bisschen rauskommen mit diesen Psychopharmaka und vielleicht sogar ein bisschen mitentscheiden können. Mhm. Wie merkt man das, dass man wirklich eine psychische Erkrankung hat? Ein paar Tage, dass es einem nicht gut geht, das kennt glaube ich jeden, oder? Genau, was Sie ansprechen, ist wichtig. Es ist dauer, wie lange dauert das? Alles, was eine Woche ist oder so, würde ich mich nicht als psychisch krank bezeichnen, als ein extremes Symptom. Und das andere sind natürlich die Einschränkungen. Also kann ich noch normal arbeiten? Ist meine Leistungsfähigkeit noch normal? Oder bei einer Angststörung habe ich zwar Angst, aber ich kann alles machen. Das sind alles Zeichen, dass es keine Krankheit ist. Also, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Sobald es jemand einschränkt in dem, was er eigentlich macht, finde ich das noch ganz etwas Wichtiges. Das ist ein absolut wichtig. Es sind schon die schweren Grade der Symptome, wie lang die sind, wie viel leiden. Das kann natürlich selber, ich kann zwar alles machen, aber ich leide. Dich nie Freude empfinden, das kann schon einmal ohne Einschränkung ein psychiatrisches Problem sein. Aber sonst ist die Einschränkung sehr wichtig bei der Beurteilung. Und eben, dann ist man mal irgendwie ein paar Wochen traurig. Wie findet man das schlussendlich raus? Also empfehlen Sie da wirklich ein Gespräch, den Gang zum Arzt relativ bald? Oder? Ja, wenn es absolut klar ist, dass eine wichtige Person gestorben ist und man ist jetzt 2 Wochen traurig oder so, dann würde ich jetzt nicht zum Arzt gehen. Sie schon meistens kommen die Symptome zusammen. Also man ist traurig und dann ist man völlig lustlos. Das ist dann schon etwas mehr. Oder? Und ich sage, ich will gar nichts mehr machen, ich bleibe immer daheim. So sind wie in der Diagnose verschiedene Symptome, die so zusammenkommen, die dann eigentlich Krankheit ausmachen. Einfach nur Trauer allein, wenn sie Grund ist, ist auch völlig gesund. Was denken Sie, gibt es denn da in der Schweiz echt viele Menschen, die so etwas haben und es gar nicht merken? Oder ist der Schweizer so, dass er relativ schnell zum Arzt geht? Ja, in der Schweiz haben wir auch Zahlen. Es gibt doch bei den Depressionen eine starke Unterbehandlung. Also es ist ein bisschen seltsam. Also wirklich von schweren Depressionen, die sind nie in der Behandlung. Zum Teil merken sie das schon, sie wollen das nicht. Und dann haben wir ein anderes Phänomen, dass recht gesunde Leute zum Psychiater gehen. Also da ist natürlich eine Grundorientierung, nicht? Also letztlich sind wir ja nicht Gesundheitspolizei, sondern wir reden mit den Leuten, die zu uns kommen. Und was macht genau so ein Psychopharmaka? Ja, also dass die meisten, also muss sagen, wir müssen nicht genau, wie sie wirken, aber wir gehen davon aus, sie wirken im Hirn und die meisten wirken auf Botenstoff. Also das sind ja Nervenzellen, die sind innerhalb elektrisch, aber zwischen den Nervenzellen ist eine chemische Übermittlung, also wird irgendeine Substanz, Serotonin oder Dopamin ausgeschüttet und die anderen Zellen empfangen das und reagieren darauf. Und die Übertragung, die kann man gut mit Medikamenten beeinflussen. Kann man sich das wirklich so vorstellen, wenn jemand lustlos ist, am Morgen irgendwie nicht mehr aus dem Bett rauskommt, dann nimmt man so ein Medikament und dann fängt man an, wieder Freude daran zu bekommen? Oder wie funktioniert das genau?
Ja, also bei den häufigsten Medikamenten, die bei Freudlosigkeit gibt, die wirken leider nicht sofort, sondern man muss die so über ein, zwei Wochen nehmen oder manchmal einen Monat, bis dann die Freude langsam kommt. Es gibt schon anders wie Ängste, wo es so Angstlöser gibt, die sind schnell. Also da kann man gerne eine halbe Stunde, 45 Minuten, haben die Leute schon weniger Angst. Das ist natürlich viel eindrücklicher für Patienten zu sehen, aha, das wirkt wirklich. Und normalerweise, wenn jetzt jemand Psychopharmaka nimmt, wo eben dann so eine Freude bringen soll, wird das so ein bisschen einpegelt? Oder sind die Menschen überhaupt dann noch fähig, zum gleich noch Leid zu verspüren? Ja, auf jeden Fall. Also es sind nur gewisse kleine Gruppen, die so eine emotionale Abstumpfung auch noch machen. Das ist manchmal halt erwünscht. Leute, die dauernd heulen oder die sich nicht im Griff haben, die das auch wünschen. Sag ich, ich will stabiler sein, emotional. Da kann man wie die Aktivität steigern, die positiven Gefühle und auch eine Abstumpfung machen. Aber viele andere sind nicht so. Die wirken absolut nicht abstumpfend und nur Motivation oder die Freude geht auf. Für mich fühlt sich das jetzt gerade so ein bisschen an, als ob da wirklich auch so ein bisschen Persönlichkeit verändert wird. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Die meisten Leute, oder ich habe es noch niemand gesagt, das hat jetzt total meine Persönlichkeit verändert. Mhm. Es ist schon mehr so, die sagen am Schluss, bin ich wieder meine alte Persönlichkeit. Am Schluss? Was heisst am Schluss? Wenn man wenn die Behandlung trifft. Wenn man es dann nicht mehr nimmt? Oder? Nein, wenn es wirkt. Und so sind ihre Persönlichkeit, ein lustiges Mädchen, das sich irgendwie interessiert für alles auf der Welt. Beschreiben Sie jetzt gerade mich. Und dann hat man die Depression und die sagen mir, in der Depression bin ich nicht mehr selber. Ich kenne mich gar nicht so. Ja. Kein Interesse und nichts, alles wertlos. Und mit dem Medikament sind sie dann mehr wieder ihr alter Selbst. So klagen die nicht über eine Persönlichkeitsveränderung. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel gewisse Leute sehr ängstliche Persönlichkeiten haben und die sind dann weniger ängstlich. Da kann man schon sagen, die Persönlichkeitsmerkmale hat sich verändert. Aber es ist schon so, dass das positiv ist und die meisten finden, ja, die Veränderung, die finde ich echt gut. Es ist ja aber ganz klar, dass wenn es mir jetzt zum Beispiel nicht gut geht, ich gehe zum Arzt, er gibt mir eine Tablette und nachher geht es mir wieder besser. Da ist ja dann die Folge davon so klar, dass ich nachher eine gewisse Abhängigkeit gegenüber dieser Tablette entwickle. Ja, also das ist vor allem dann so wie bei der Angstlösung, wo das so direkt ist. Sie haben Angst, sie nehmen es und ist die Angst weg. Dann kann sich so durch bei der Angst, statt etwas anderes zu versuchen, nimmt man dann die Tablette. Das ist echt das Problem. Bei den Antidepressiven jetzt weniger, oder? Weil das ist so ein langer Effekt, dass man das nicht so direkt spürt. Man kann ja nicht sagen, jetzt nehme ich es nicht mehr und jetzt fühle ich mich lustlos, ich nehme es und es wirkt. Man muss ja wieder Wochen warten. Das alles führt dazu, dass wir sehr wenig so Abhängigkeitsprobleme sehen. Aber bei Antidepressiva hört man immer wieder, dass Menschen wirklich Angst haben, um die abzusetzen. Das stimmt natürlich. Wenn ich natürlich eine schwere Depression hatte und jetzt geht es mir wieder gut, dann haben natürlich panische Angst, wieder in eine Depression zu kommen. Und die sagen einfach, ich mache alles, nicht nur Tabletten, ich gehe nicht mehr in die Ferien oder ich tue den Stress ausweichen, einfach alles, um ja nicht das auszulösen, dass wieder in eine Depression kommt. Und in dem Rahmen sagen sie auch Tabletten. Ich weiß nicht, ob es wirkt, aber das nehme ich einfach, ich habe so Angst. Aber das ist natürlich verständlich. Das ist, wenn sie Migräne haben, auch ein Mittel haben, und sie nennt, dann werden sie ja sagen, ich will einfach die Migräne nicht und nehme darum die Tablette. Was sagen Sie als Experte? Wann ist es sinnvoll, so ein Psychopharmaka zu nehmen und wann ist es einfach ein bisschen gefährlich? Ja, ich denke, ganz viele psychische Störungen oder Symptome haben ja doch mit einer Ursache zu tun. Also schlechte, mühsame Ehemänner, wilde Kinder oder irgendwie Arbeitgeber, der nicht zahlt oder irgendetwas. Oder ich studiere etwas, aber es interessiert mich nicht. Und das ist das wie eine Botschaft, nenne ich das. Das ist die Angst, die Person ist eine Botschaft. Ich muss reagieren, ich muss mein Leben umstellen. Und das einfach wegzublasen mit einem Psychopharmakon ist natürlich keine gute Idee. Darum kann man eigentlich nicht so schnell verschreiben, sondern man muss immer die Situation verstehen. Aber es ist schon so, man hat früher dann alles wollen, nur immer die Ursachen suchen. Und das kann auch sehr belastend sein, weil die gibt es nicht immer. Manchmal gibt es auch Depressionen, die man nicht verstehen kann. Weil vielleicht gar keinen so Sinn macht, weil sie genetisch bestimmt sind. Dann können natürlich Medikamente schon ein Segen sein. Eben, es gibt ja auch Menschen, die nichts dafür können. Also
gibt natürlich derartige, die ganz viel Warnsignal über sieht und einfach ein Leben führen, das einfach nicht gesund ist, das extrem viel Stress beinhaltet oder irgendetwas. Aber gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die mit einem Mangel von irgendwie etwas auf die Welt kommen und dann so ein Medikament notwendig ist? Genau, das ist ein bisschen wie der Schmerzen. Der meiste Schmerz sagt, das ist eine Verletzung. Aber es gibt Leute, die haben überall Schmerzen und man sucht, untersucht alles. Es gibt keine Ursache für die Schmerzen. Und für die müssen auch Schmerzmittel nehmen, weil es gibt gar nichts zu machen. Oder vielleicht irgendeine sonstige Technik, nicht an die Schmerzen zu denken. Das ist ein bisschen ähnlich. Was halten Sie von Zweitmeinungen einholen, wenn man jetzt zum Arzt geht und relativ schnell ein Psychopharmaka überkommt, dass man dann sagt, ich gehe noch zu einem anderen Arzt? Ja, also das erste Mal, wenn jetzt der Arzt sofort gerade ein Medikament verschreibt, das sage ich im Buch, mal fragt, was habe ich denn für Optionen eigentlich? Erstmal verschreiben sie häufig immer das gleiche Medikament. Also was gibt es nicht medikamentös? Und in dem Medikament, was habe ich denn verschiedene Optionen? Klar, mit dem Buch sieht man, welche Optionen es gibt. Also das fände ich ein bisschen, und manchmal, wenn es ganz kurz ist, abwarten auch eine Möglichkeit, oder? Was gibt es für Alternativen zu einem Psychopharmaka? Die Hauptalternative ist schon Psychotherapie, jetzt, die wissenschaftlich untersucht ist. Aber es gibt natürlich, dass man selber ein anderes Stressmanagement macht. Es gibt beruflich Coaches. Es gibt, dass man wieder mehr Sport macht, mehr positive Sachen, mehr Ausgleich. Ich kann natürlich auch so einen Stressratgeber mal lesen und schauen, was dort drin steht. Also psychische Erkrankungen sind sehr häufig in der Schweiz. Das ist ja schon noch erstaunlich, dadurch, dass wir eigentlich relativ viel haben, Materielles. Was sind mögliche Ursachen oder an was liegt das? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe vorhin ein Buch geschrieben über Resilienz, genau, dem nachzugehen. weil es gibt ja irgendeine Naturkatastrophe, ist ja völlig klar. Und die ganze Lebensgrundlage fällt, wird man irgendwie ein bisschen missgestimmt. Aber bei uns manchmal ist es schwierig zu sagen, warum. Oder? Wenn man schaut, was eigentlich so Arbeit, also so Arbeitssäcke-Untersuchungen, das heisst, zu viel gearbeitet oder schlechte Chefs haben oder Diskriminierung. Aber wenn man dem objektiv nachgeht, die Arbeitszeiten nehmen eher ab, Diskriminierung nimmt im Durchschnitt auch eher ab. Das ist noch ganz schwierig. Es gibt schon so Stressoren. Die Digitalisierung, die man jetzt seit der Pandemie erlebt hat, dass man nicht mehr so direkt im Kontakt steht, sondern nur elektronisch, das tut ganz klar die Depression fördern. Es gibt anders wie einen extremen Informationsfluss, den wir haben. Und das andere ist einfach, wir wollen einfach sehr viel, oder? Wir wollen Tennis der Beste sein, noch Familie mit 5 Kindern, dann beruflich aufsteigen. Ich glaube, gewisse Leute übernehmen sich einfach. Sie sind ein Stressexperte auch, eben, haben Sie vorher gesagt, haben ein Buch über Resilienz geschrieben, also die psychische Widerstandskraft von jemandem. Was geben Sie denn den Leuten mit auf den Weg, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe extrem Stress? Also es ist sehr viel, was im Aussen passiert, dass man irgendwie Sachen erreichen will, eben dort noch der Beste sein und da noch eine Auszeichnung holen. Genau, also eins, ich mache immer so ein kleines Tätigkeitstagebuch, dass ich mal einen Überblick habe, was die Person überhaupt macht und bei ihrer Tätigkeit, wie angenehm und unangenehm das ist. Man wird staunen, wie viele Leute freiwillig sehr unangenehmes Zeug machen. Und man einfach sagt, mach doch das nicht mehr. Jedes Mal sieht man irgendwie Volleyball-Klubverein, geht es ihm schlechter, kann man das einfach auflösen. Ist es ein bisschen so, dass man so einfach gewöhnt sind, den Kopf abzuschalten? Dass man einfach zum Teil sagt, Augen zu und durch, man schaltet auf Autopilot? Das ist eine Möglichkeit. Das ist nicht bei allen. Das andere ist natürlich schon, dass man die ganze Menge anschaut. Manchmal fehlen da Sachen. Sozialer Ausgleich oder alles Soziale ist gestrichen worden in Gunsten von irgendwie Leistungsorientiertem. Das ist verrückt. Oder im Golf geht es noch um Punkte, im Beruf geht es um Punkte. Mit der Frau ist ein Wettkampf entfacht, wo man irgendwie muss sagen, das ist viel Wettkampf. Das ist halt individuell, oder? Andere essen fast nicht mehr, weil sie keine Zeit haben. Das ist auch ungünstig. Oder es liegen schon leichte depressive Störungen vor, die man nicht erkannt hat. Das ist sehr individuell. Wenn ich einfach sage, ja, geh doch mal mega schwimmen, das wirkt meistens nicht. Also muss man eine Analyse machen. Was für verschiedene Arten von Stress gibt es denn eigentlich? Und gibt es auch gesunden Stress? Ja, ja, wir reden von Eustress, also gesundem Stress. Also das andere ist ja die Langweil, nicht? Das ist mir selber Bore-out, das Risiko für Depressionen. Also man muss schon sich fordern, das ist schon etwas Wichtiges. Oder auch leisten wollen, das ist gut.
Der Stress, eben der, der raussticht, jetzt einfach heute, ist der soziale Stress. Also all die Depressiven, so ist fast immer, das ist eine ganz spezielle Stressart. Das ist ausgeschlossen werden, zu wenig Belohnung, Anerkennung bekommen, zwischenmenschliche Konflikte oder irgendwie dominiert werden von anderen Leuten. All das macht es eigentlich das Grosse aus. Oder Liebesbeziehungen, die scheitern, das ist bei Jugendlichen einer der häufigsten Gründe, depressiv zu werden. Da gibt es natürlich auch andere Stressoren, oder? Früher haben die Leute einfach so extrem körperlich geschafft. Das sieht man nur noch in den Bergen oben, 10 Stunden. Und die sind wie körperlich erschöpft. Oder eine Pandemie. Das ist letztlich der Pandemiestress, übrigens auch ein sozialer Stress. Das ist soziale Isolation und bei den älteren Kinderbetreuung. Das ist lustig. Das ist was eigentlich, warum die Leute sich gestresst fühlen. Das ist also nicht Angst vor dem Virus. Sonst kann natürlich ein erkrankter Stress sein oder Angst, oder? Wenn man das Gefühl hat, die Welt verändert sich schnell und so, aber erstaunlich, die Schweizer sind nicht sehr ängstlich. Sie haben keine Angst vor dem Virus. Oder es ist schon das Soziale, wo man sich wie selber die Hölle macht. Mhm. Das hat sich in den letzten paar Jahren so ein bisschen rauskristallisiert. Wohin darf die Welt in den nächsten paar Jahren gehen? Wenn man jetzt genau eben den Stress anschaut, den wir uns ja im Grunde selber machen. Genau, da gibt es eine ganz erstaunliche Sache, die ich selber staune, so wie das Spirituelle, oder? Wo immer mehr Leute so Bücher lesen. Und das sind ja so Werte, alle einschliessen, irgendwie harmonieren, nicht immer der Beste sein. Das ist eine ganze Art von, das sind ja so Bücher, die ich früher nie gelesen habe, aber die ich jetzt auch mal lese. Oder Ernährung, meistens geht das zusammen so mit einer Diät, also meistens ganz vernünftig noch, einfach nicht zu viel essen, regelmäßig essen, gesund essen. So, glaube ich, gibt es schon so Gegenmechanismen. Und auch in der Schule sehe ich schon bei meinen Kindern, oder, wo die ganz viel lernen, Teamarbeit zu machen, nicht immer im Vordergrund stehen, nicht immer nur der Bessere sein. So glaube ich, die Schweiz ist ein gesundes Land, werden sowieso Ressourcen aufgebaut, um nachher mit dem umzugehen. Mhm. Sie haben das vorher angesprochen, der sogenannte Corona-Stress. Mhm. Was ist das genau und vor allem wichtig, in welcher Phase sind wir da? Ja, also das ist zum Beispiel jetzt typischer Stress, der noch schwierig ist, weil wir wissen, wie lange es geht. Oder wir können immer gut umgehen mit Stress, der kurz ist. Und das hat man gesehen, am Anfang war es perfekt. Der Bundesrat hat die Führung übernommen, alle waren glücklich, die Medien gelobt und eine Freude. Oder? Das geht meistens gut, obwohl es extreme Massnahmen waren. Aber die Virenzahlen sind auch runter. Aber irgendwann geht es nicht mehr so weiter. Oder? Und dann kommt wieder eine neue Phase. Aber typisch so im Burnout haben das Gefühl, jetzt ist am Schluss, oder? Ich denke nur noch zurück, ich bin jetzt ausgebrannt. Aber das ist schwierig, wir sind ein bisschen in einem Covid- oder Pandemie-Burnout, aber jetzt müssen wir uns neu ausrichten, oder? Wir müssen eine Zukunftsorientierung haben. Es ist jetzt ein Anfang von einer neuen Phase. Wie kann man sich neu ausrichten, wenn man gar nicht genau weiss, wo das hingeht? Ja, ich meine, ich denke, die Epidemiologen, die Virologen haben ja nicht, wissen ja nicht nichts. Oder? Wir wissen schon, also vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren ein Impfstoff kommt oder ist eine Durchseuchung. Also es ist ja nicht unendlich. Aber und Massnahmen sind gelockert, weil die Leute werden ja immer gescheiter. Also es ist nicht mehr möglich, dass der Staat alles reguliert, sondern wir können selber. Und das könnte man schon ein bisschen abschätzbar, aber stimmt. Wir wissen sehr wenig über das Virus, muss man sagen, oder immer wieder kommen anders. Das macht es tatsächlich schwierig. Mhm. Und eben, man merkt, einige gehen besser mit dem Stress um und andere gehen dann wieder weniger gut mit dem Stress um. Genau, das hat man auch bei einer Stressstudie in der Schweiz gesehen. Es hat Gewinner, also Leute, die deutlich weniger Stress haben. Es gibt auch Leute, die gerne daheim sind und gerne ein bisschen Homeoffice haben. Aber die grösste Mehrheit, vor allem jetzt, wenn das länger andauert, ist schon belastet. Oder es fühlt sich isoliert oder Junge, die nicht mehr die Feste machen können oder jetzt mit der Maske anlaufen. Ist das effektiv die Resilienz, die wir vorher angesprochen haben, die da so ein bisschen zuständig ist für das, so die eigene Widerstandsfähigkeit? Genau, also eins ist mal einfach die Eignung, es ist ein neues Spiel und gewisse eignen sich besser für das, das fühlt sich gar nicht gestresst, aber wenn man gestresst ist, dann kommt, ist die Resilienz wichtig. Und da gibt es auch, jetzt sieht man, je älter man wird, je resilienter sind wir. Junge können also sich freuen. Männer sind, wie weißt du, ein bisschen resilienter als Frauen. Und ja, da sieht man natürlich schon, dass Resilienz ganz, ganz Mühe abnimmt. Also es gibt schon ein bisschen eine Ermüdung. So, also jetzt in Bezug auf den Corona-Stress? Oder? Ja, das sieht man bei allen Stress. Wenn das alles so wahnsinnig anhaltet, dann irgendwann
nimmt schwächer, aber es ist wenig in der Schweiz. Die Leute sind erstaunlich resilient. Was macht Sinn in so einem Moment? Fokussierung auf danach? Oder was würden Sie dafür einen Tipp geben? Ja, ich meine, ein Grundsatz bei Resilienz ist eigentlich klar zu unterscheiden, was ist möglich und was ist nicht möglich. Wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt jetzt einfach das Fest mit den 1000 Leuten und dann kommt es nicht gut. Sondern ich muss irgendwie sehen, was sind alles, was ich gerne machen will und was ist noch möglich und kann ich das irgendwie ausbauen. Das ist so ein Grundsatz. So eine Resilienz, das ist einfach angeboren und die hat man. Die ist grösser oder weniger gross, oder der Resilienzfaktor. Kann man den irgendwie trainieren? Ja, das kann man schon trainieren. Also das sind Studien, so Jugendliche, die jetzt nicht nur in die Schule gehen. Die Schule ist immer so ein stressgeschützter Raum, sondern so ein Schöppli übernimmt und servieren und so. Also früher, das nennt man so Stress in Inokulation, glaube ich. Also, okay. Sagen, kann ich Ihnen da leider merken, nicht helfen. Genau. Sondern, wo also schon mal Stress geimpft werden, sind nachher resilienter. Also, wenn man mal sich Stress auch aussetzt in einem guten Mass. Und dann ist natürlich, wenn man in schwierige Situationen kommt, mit Büchern oder mit Coach, kann man natürlich immer wieder auch das lernen, was kann ich tun, was sind für mich gute Strategien. Mal, das ist ein Lernprozess. Mhm. Und da gibt es auch, was Leute sagen, jetzt auch in dieser Stresskarriere, habe das nicht gedacht, wie gut ich das aushalte. Das ist nicht auch ein gutes Gefühl. Oder wenn das auch Selbstwirksamkeit, dass ich tatsächlich in schwierigen Situationen irgendetwas machen kann, sei das innen oder gegen außen, wo wirkt, also wo es wirklich besser wird. Mhm. Das macht dich optimistisch. Mal, ich kann etwas machen, ich bin nicht ausgeliefert. Also sich einfach auch mal auf das ganze Spiel ein bisschen einlassen und schauen, genau, und herausfinden, dass es gar nicht so weh tut. Zum Schluss möchte ich gerne noch auf die Darm-Hirn-Forschung eingehen, wo Sie ja auch ein Buch darüber geschrieben haben. Ja. Was ist das genau? Wieso hängt unser Hirn und unser Darm zusammen? Oder wie? Genau, das sind eigentlich, warum ich überhaupt darüber schreibe und dass so ein Thema geworden ist, kann man schon sagen, dass man gemerkt hat, dass die Darmbakterien ganz grosse Rolle spielen bei der Stressresilienz, letztlich auch wahrscheinlich bei Depressionen. Wir wissen ja nicht einmal, ob Psychopharmaka auch ihre Wirkung entfalten, zum Teil über die Darmbakterien. Das sind so einfache Tierversuche, da hat man irgendeinen Maus, die gar keine Darmbakterien hat, und dann gibt man ihre Darmbakterien von einer ängstlichen Maus, dann wird die ängstlich, und dann gibt man von sehr mutigen Maus, dann wird die sehr mutig. Das ist doch ganz erstaunlich. Und das ist wirklich jetzt, also die Naturwissenschaft, nicht in der Medizin, ein ganz grosses Thema. Wir haben den Darm unterschätzt. Und das ist praktisch auch interessant, dass wir mit Essen können, wir können unsere Gene verändern, aber wir können Darmbakterien massiv verändern. Und so gibt es jetzt eine riesige Forschung darüber, wie können wir durch Ernährung und durch Sport auch unseren Darm beeinflussen und so auch resistenter werden. Das ist auch bei der Covid Sache, das ist etwas, was wir immer verändern können. Das ist eigentlich die Ernährung. Was sollen wir essen, dass es uns gut geht? Da brauchen wir jetzt natürlich schon noch ein paar Kochrezepte. Genau. Als sie zeigt, gibt es die erste Studie, also die mediterrane Diät, nennt man das. Die Amerikaner haben das so genannt, weil sie gemerkt haben, die Italiener, die werden so alt und obwohl sie so viele Wirtschaftsprobleme haben, sind sie ruhig. Man schaut, was die essen, das andere sind die Japaner, werden auch so alt, was die essen. Das ist ein bisschen eine Art, wie man das herausfindet. Und da hat man schon gefragt, dass jetzt Baumnüsse, Olivenöl, jetzt als einzelne Bestandteile, sind besonders gesund. Das andere ist Früchte, Gemüse. Das ist wie Nahrung für Darmbakterien. Ich kann schon sagen, im Stress gibt es wie so eine Monokultur, die sterben aus. Und dann mit so mediterraner Diät, Gemüse, Früchte, kann man die Darmbakterien wieder aufbauen. Unglaublich spannend. Sie sind in Winterthur im November, glaube am 3. November, Wissenschaft persönlich, Stadtbibliothek Winterthur am Abend um 7 Uhr, Dienstag, 3. November, und werden genau über das Thema einen Vortrag halten. Ganz genau. Das ist ein toller Wissenschaftsjournalist hier in Winterthur, der mich eingeladen hat. Und genau, das ist ja open, da kann das Publikum sein, interaktiv, kann man Fragen stellen. Genau, ich freue mich sehr auf den Anlass. Machen Sie, dass der Gehirn denkt, Darm lenkt, heisst das dann, glaube ich, oder? Das ist Ihr Titel, den kann jetzt nicht ich da. Genau, es ist ein bisschen eine andere Idee, auch in der Resilienz, dass wir nicht alles im Griff haben, oder? Sondern weil es passiert, ist also körperlich. Und ein Grund ist schon, dass der Darm da mitredet. Tatsächlich, der Darm irgendwie etwa 30 Hormone hat, den ganzen Nerv, also wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir denken, das Hirn beeinflusst den Darm.
Aber eigentlich, wenn man mal schaut, was der Darm für Möglichkeiten hat, dann beeinflusst er viel mehr das Hirn als umgekehrt. Mhm. Das ist auch ein ganz neuer Befund, der spannend ist und auch ganz viel sagen wir, Einfluss wird haben auf künftige Psychotherapie und Psychiatrie. Gregor Hassler, danke vielmals für den Besuch. Unglaublich spannendes Gespräch. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie noch bei uns waren und freut uns, dass Sie im November nochmal auf Winterthur kommen. Vielen Dank für die Einladung, für das Interesse. Hat Spass gemacht. Wir haben noch einen Öpfel, hoffentlich auch gut für den Darm und fürs Hirn. Sehr gut, ja. Vom Schweizer Obstverband. Und Ihnen daheim, ich hoffe, es hat auch Spass gemacht und war interessant zum Zuhören. Ich wünsche weiterhin ganz gute Zeit. Bleiben Sie gesund und bis bald.